Der dritte Spieler präsentiert euch das nächste Video in unserem großen Xbox One Unpacking. Und ich habe euch versprochen, den Controller ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Und hier ist er. Das ist das Xbox One Gamepad aus der Day One Edition. Deswegen auch der Aufdruck in der Mitte. Day One 2013. Ich hatte auf der Gamescom schon Gelegenheit, den Controller in die Hand zu nehmen. Damals haben wir so einen sperrigen Klotz da oben dran zur Diebstahlsicherung. Und ganz ehrlich, von dem ersten Tastgefühl hätte ich das Ding am liebsten sofort mitgenommen. Und ich werde euch gerne erklären, warum. Kenner des alten Xbox Controller S, also jetzt von der ersten Xbox, sowie des Standard-Controllers DR360 werden sich sofort zu Hause fühlen. Die Buttonbelegung ist, bis auf einzelne kleine Unterschiede, nahezu identisch. Was zum Opfer gefallen ist, ist die Start- und die Back-Taste. Diese wurde ersetzt durch einen Button, der sich wohl View nennt, und ein Menü-Button. So, ich denke mal, die werden dann halt je Spiel unterschiedlich benutzt. Was ein bisschen auffällt, ist hier diese Tastabdrücke auf dem Controller. Der Controller ist matt von der Oberfläche her und entsprechende Fingerspuren verschwinden auch relativ schnell auf diesem Controller. Wir haben endlich ein richtiges Digi-Kreuz. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben, aber es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Fast genauso gut wie bei den Nintendo-Controllern. So. Button, Druckpunkt unverändert gut. Eine kleine Veränderung gibt es auf der Rückseite. Die Schulterbuttons sind jetzt ein bisschen knackiger. Und ich habe das Gefühl, man muss jetzt ein bisschen anders greifen, um die hier ein bisschen besser zu erreichen. Fühlt sich aber insgesamt ziemlich angenehm an. So, die Schultertrigger auf der Rückseite sind ein bisschen breiter. Die haben wesentlich mehr Grifffläche. Und sind außerdem jeweils mit Rumble-Motoren ausgestattet. Über das Feature haben wir schon das ein oder andere Mal ein paar lobende Worte verloren. Und ich kann es kaum erwarten, endlich in Forza Motorsport 5 das volle Ausmaß dieses glorreichen Wahnsinns ausprobieren zu dürfen. Die Sticks sind auf den ersten Blick unverändert. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Sticks ein kleines bisschen kleiner geworden sind im Durchmesser. Aber durch die Riffelung am Rand fühlen sie sich insgesamt besser an. Ich hoffe, der Autofokus von der Kamera spielt jetzt nicht rum und zeigt die Riffelung. Da haben wir die Riffelung. So. Und ziemlich guter Grip. Sehr leichtgängig. Klickbar. Buttons. So, alles gut. Die Guide-Taste ist ein Knopf. Sah es auf einigen Bildern so aus, als wäre das so eine Soft-Touch-Oberfläche, wie beispielsweise die Ein- und Ausschaltfunktion bei der Xbox 360 Slim, beziehungsweise bei der Xbox One-Konsole, aber es ist ein richtiger Button. So, hier haben wir den Synchronisationsknopf. Für den Fall, dass ein Akku-Pack drin ist oder ihr den Controller nur über Kabel betreiben wollt, könnt ihr hier ein Micro-USB-Kabel anschließen. Das Micro-USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang des Controllers mit inbegriffen. Es gibt ein Micro-USB-Kabel zusammen mit dem Akku-Set beim sogenannten Play-and-Charge-Kit. Hat ein entsprechendes Akku-Block für die Rückseite und lässt sich dann auch während des Spielens über die Micro-USB-Schnittstelle aufladen. So, hier unten haben wir den Anschluss für Headset. Das Headset hatten wir schon im vorherigen Video gesehen, mit dem ganzen Zubehör. Und ja, im Großen und Ganzen ist das der Controller. Zum Batteriefach noch. Das Batteriefach ist diesmal im Innern der Konsole. Im Innern des Controllers, Verzeihung. Und ja. Polbelegung. Das war's. Ja, das ist der Xbox One Controller. Ein schönes Stück Technik. Exzellent. Danke fürs Zuschauen.
Und wir sehen, lesen, sprechen, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.